So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Worauf wartest du? Nimm die Schrotflinte, dann gehen wir. Ich warte darauf, dass du die Kusche hältst, Devlin, dass ich den Leuten was sagen kann. So, okay. Weiter geht's mit Gebrüll und wir gucken uns hier erst einmal um, ob hier noch irgendwas ist. Aber sieht nicht so aus, nur diese Schrotwumme. Was? Bla bla bla, ich will keine Waffe wechseln, ich will jetzt die Schrotflinte haben. Nimm die Schrotflinte, dann geht... Aha, da schmeißt er nämlich... Da schmeißt er nämlich die Pistole jetzt weg, weil wir bloß zwei Waffenslots im Moment haben. Die automatische Schrotflinte wurde entwickelt, um im taktischen Nahkampf extrem Schaden anzurichten. Okay. Na gut, dann machen wir einen taktischen Nahkampf. Lebst du noch, Devlin? Was zum Teufel? Die sieht richtig gut aus, die Schrotflinte, gell? Na was zum Teufel? Oh, da war auch immer. Soll ich dir helfen? Schnell, hilf mir mit diesem Schrank. Was denn du denn? Na, es geht nicht, wenn die da steht. Oh. Gut. War vergeudeter Schuss. So, hier drüben liegt wieder. Ah, Muni. Ja, mach die Tür auf und gib mir Deckung. Ja, ich bin nicht bekloppt. Mach doch selbst die Tür auf. Ist hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Okay, Tür öffnen. Und... Alles sicher! Ja, warum kann ich denn nicht rein? Ah, jetzt. Muni. Ah, ist voll. Heben wir uns mal auf. Merken wir uns, wo merken wir es lag. Ach so, ganz kurz. Ich habe mir die letzten Parts natürlich auch nochmal angeguckt. Okay. Und da ist mir, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Drei Sachen. Also sind mir aufgefallen. Erstens, im Moment, dass da oben rechts da dieses Dings da kam, hier dieses Spektrometer hier von irgendwelchen Funknachrichten, da habe ich fest reingequatscht. Weil ich gedacht habe, das wäre bloß irgendwelches Rauschen oder was. Aber in Wirklichkeit war es so, dass ich das überhaupt nicht gehört habe. Also nicht im geringsten, nicht mal leise, weil ich dummerweise auf 7.1 gestellt hatte. Bei meinen Einstellungen für den Sound. Und da ich ja nun eh mal keinen 7.1 Lautsprecher dastehen habe, sondern ein Headset, musste ich das erst umstellen auf Kopfhörer. So, zum zweiten ist mir aufgefallen, dass ich ein Tonbandgerät übersehen hatte. Also gleich nachdem wir den Dings da irgendwie wohl gerettet hatten und dann irgendwie nochmal in dem Ehenraum gewesen sind, dieses runde Ding da war, hier, wo du dann gucken konntest, aha, das ist das und das ist der Bahn und die Bahnlinie und das ist die Forschungsstation. Und da lag da auf einmal noch ein Tonbandgerät. Ich habe das nämlich alles vorher nochmal schnell durchgespielt. Also, da war stand ein Tonbandgerät und ja, da wurde der Demi-Chef da hochgelobt und seit er aus dem Feuer gerettet worden ist, da ist hier alles viel besser und bla bla bla. So, also wieder so ein bisschen Werbungskram. Und das dritte, was mir aufgefallen war, war in dieser Schule. Da war noch unten eine Tür, wo ein Schloss dran war. So, und da habe ich dann vorhin auch mal nachgeguckt, was das gewesen ist, was das für eine Tür gewesen ist. Und habe festgestellt, das war nichts. Das war Tür aufgeschossen und wenn du durchgegangen bist, warst du wieder auf dem Flur. Okay? Also es war einfach bloß Verkackeierung, damit du ein bisschen Munition verschwendest. So, ja wie gesagt, ich musste das vorher nochmal durchspielen, weil das hat mich genervt. Dass das Zeug oder dass ich da jetzt ein paar Ringo, Sachen gesehen habe. Ich habe die rechte Flanke, okay. So, darfst du, jeder darf mal. Oh, ich muss den Tod ein bisschen zurücknehmen. Ich bin jetzt hier so runtergefallen. Hallo Alter, wie geht's? Leben noch frisch? Ne? Nicht mehr so richtig. Okay. Hätten die das nicht mit einem Atombombierten auf der Insel klären können? Wäre doch viel einfacher gewesen.
und eine Atombombe reingeschmissen und Ruhe ist. So, war hier noch irgendwas? Ne, das hätte ich ja schon geguckt. So. Das ist ja jetzt ein Wunderhüpfen, ich hab schon eine Waffe oder was. Ach, da hinten wohnt noch jemand. Ey, das ist ja bloß noch ein Stückchen von dem Tier. Oh scheiße, ich muss nachladen. Oh, und die haben mich schon angekratzt. Da hänge ich noch irgendwo mit dem Medizin rum. Ah ja. Können wir auch einen Backel nehmen gleich mal. Zack, und nehmen das erste Bremsbackel wieder aus. So, haben wir nachgeladen. So, Munition. Ah, da drin, das Muni. Wunderbar. E99. Lass doch mal. Ich muss die Viecher hier halb zerstückeln. Ach Gott, sehen die hässlich aus. Also bevor ich mich in sowas verwandeln würde, würde ich mir eher einen Kopfschuss geben. Ja. Und wenn keine Pistole zur Verfügung stellt, irgendein Nagelgerät oder irgend sowas gibt es immer. Lass das mal, ich muss gerade reparieren. Also überlass das nicht, bitte mich hier anzufallen. Außer mich am Tier. Devlin, klärst, kannst du das alleine klären, dass ich hier in Ruhe rumgucken kann, oder brauchst du irgendwo Hilfe? Bei irgendwas. So. Was ist hier? Ach, da war da vorne reingekrabbelt. Alles klar. Hallo Devlin. Bleib noch frisch. Ja, kein E9, weit und breit kein E99. Ich finde dich nicht nett. Ja! Ja, ich hab's doch noch. Was war noch? Oh, ein hinter mir! Nimm meine Hand! Ja, wo? Hier. Alt, um zu springen. Sauerei hier. Hab ich jetzt was vergessen? War hier unten noch was? Da hat sich schnell in meine Hand gesorgt, dass ich gar nicht gucken konnte. Ich würde am liebsten nochmal runterspringen, aber ich vermute, ich komme nicht wieder hoch, wenn ich nochmal reinfalle. Ah, Muni. Die warte ich aber erst bis da. Verschlossen. Warte, ich halte die Erstellung. Such du eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Hoffe, Hilfe. Ja. Komm, mein Freund. Wie sieht aus? Lärm noch frisch. Ja, lass den erst mal ein bisschen hier schießen. Na los, Franco, finde einen Weg, die Tür zu öffnen. Ja, schieß doch erstmal die Viecher tot. warum soll ich denn da jetzt schon dann hinterrennen? Lade nach. Ja, genau, mach ich das richtig. Du hast wohl die. Ach, ich soll hier oben doch. Nee, danke. Ach, guck mal hier. Monster über Monster. Da soll ich runterrammeln. Lade nach. Von der nächste, guck hier. Mach die Tür auf, Franco. Ich halte die Stellung. Nein. Ja, die Brüder gespawnt oder was? Oh, ich muss erstmal den Ton ein bisschen leiser drehen hier. Ich kann hier kaum mein eigenes Wort verstehen. Na los, Renko, finde einen Weg, die Tür zu öffnen. Ich warte hier. Ja, tut mir leid, es dauert ein bisschen. Ich glaube, die werden immer wieder gespawnt, bis ich unten gewesen bin. Lade. Ich halte die Stellung, während du die Tür öffnest. Okay. Wie soll ich hier die Tür öffnen? Nee, du brauchst die... Ach, die Tür! So. Mach die Tür auf! Ja. Ich halte die Stellung! Na, wie denn? Soll ich dann runterspringen oder was? Lade nach! Na, das kann... Ach, hier! Bin ich doof! Naja, ich hab's schon... Ich hab's schon gefunden. Ich bin halt zu doof. Ah, ist aber noch viel zu laut. Das knallt hier in meinen Ohren. Ich halte die Stellung, während du die Tür öffnest. Ja. So, jetzt habe ich viel Schleife gemacht bei mir hier. Ich habe nämlich auch noch das dämliche Problem. Oh. Mach die Tür auf, Franco. Ich halte die Stellung. Ich habe nämlich auch noch das dämliche Problem hier bei meinen Kopfhörern, dass wenn ich an der Lautstärke Regler drehe, dass da genau an einer Stelle
ja, sozusagen, ja, irgendwie ein Hänger drin ist. Also da ist ganz kurz der Ton dann bloß noch auf dem rechten Ohr zu hören. Was kein bisschen lustig ist. Naja, halt, das ist doch richtig, was du machst. Das haben wir hier oft mal Zeug auf, das ist halt viel wichtiger. Was ist das hier? Oh, richtig viel Munition. Richtig viel Munition gegeben. Lade nach, lade nach. Langsam geht mir auch nicht so. Wo kam da jetzt noch her? So, bist du fertig mit dem rumgeballert? Das war ja nervig, Mann. Ja. Sollen wir hier runter gehen? Sag mal. Ich bin nicht richtig, oder wie? Wir Titan 1, damit ihr uns aus dieser Scheiße holen. Also wieder zu leise. Das ist doch ein bisschen lauter, aber lauter machen. Ich glaube, ich nehme mal lieber das nicht, das war eine Kampfwaffe. Ist da hier runtergehüpft? Ey, wo machst du sowas? Was ist denn hier unten? Wo hier schon mal? Ach, im Übrigen, das ist mir beim letzten Mal auch, das habe ich auch vergessen. Guckt euch das Ding mal an hier. Diesen Wirbel, diesen Feuerwirbel, der da oben raus macht. Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, wo wir ihn getroffen haben, den Devlin. Und da habe ich das gar nicht so beachtet. Okay. Ja, ich bin da in letzter Zeit ein bisschen nachlässig. Okay, guckt euch das mal ein bisschen die Gegend an. Die sieht wirklich richtig echt aus. Was ist denn das? Das ist eine Art Schnee, Schneeregen oder was? Keine Ahnung. Okay, hüpfen wir mal runter. Mehr nach. Ja, wir noch. Das klingt dieses mir nach, das klingt mir immer so wie aus der Serie hier Sledgehammer. Folgen Sie mir, ich weiß genau, was ich tue. Und dann gab es immer eins aufs Maul. Nein, das ist nicht. So, hier haben wir einen Tonband, die haben wir durch auf. Ach, da habe ich auch gesagt, Radioaufnahme habe ich am Anfang mal gesagt, natürlich Audioaufnahme, aber dadurch, dass das R vor dem Audio steht, liest man das schnell mal als Radioaufnahme. Ich habe die Docks erreicht, aber die Boote sind alle weg. Es war kein Platz mehr. Die Wachen behaupten, sie würden zurückkommen. Aber ich fürchte einen weiteren, weitaus schlimmeren und größeren Vorfall. Ich habe die Messwerte gesehen. Kein Zeichen von Nadia. Kein Zeichen von Nadia. Der Arm. Wachsam bleiben. Das könnte ich auch nicht ertragen, wenn eine von meinen Frauen in irgendwelche blöden Situationen käme. Wie sowas hier, keine Ahnung, Weltuntergang, was auch immer. Okay. Es gibt nichts weiter zu holen. So, wachsam bleiben. Klar bleib ich wachsam. Scheiße, Mann. Erschreck dich doch nicht, du Ochsen. Klar bleib ich wachsam. Und wie? Ich soll bestimmt hier irgendwo raufkrabbeln. Nee. Oder? Ausgeschaltet. Oder war ja klar. Sieh mal in den Wachposten nach. Vielleicht ist da noch ein Schalter. Begegnen Sie sich zum Wachturm, um das Tor zu öffnen. So, ich vermute mal, ja, wo lang? Ich dachte jetzt erst hier auf das Auto, aber ich komme da gar nicht hoch, oder? Ne, eine Art, ja, Begrenzung. Autos darf man nicht bespringen. Nur hübsche Mädels. Die dürfen bespringen. Ach, aber wo, hübsches Mädel kommt hier auch vor, genau. Ey, bin ich raus. Genau, irgendwann treffen wir auch noch ein hübsches Mädel hier. Hier tappt doch garantiert, hier, ich krieg doch garantiert gleich wieder einen Herzinfarkt. Oder einen halben. Weil hier irgendwas rumtappt. Was? Ach, das ist mit da oben, das ist mit der Turm. Aha, das geht also da hinten lang. Ja, trotzdem, ich muss erstmal in die Ecken gucken hier. Wobei, das will ich eh 99 finden. Weil wir das brauchen. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir endlich
Ach nee, das verrate ich euch nicht. Gut, doch, ich kann sagen, wenn wir endlich mit dem E99 wirklich was Produktives anfangen können, so können wir es auch, können wir es, ohne zu spoilern hier. Oh, was ist das hier? Ich vermute, es geht nicht zum kaputt machen. Ne? Nee, die leuchten dann wohl immer, die Treiber, die kaputt zu machen gehen. So, hier irgendwas. Oh, was ist denn das? Ein Gang. Den habe ich noch nie gesehen vorher. Hä? Ne? Ja. Da gehen wir mal auf Rumswumme. Ey, den Gang habe ich vorher noch nie gesehen, oder? Oder muss ich da vielleicht sogar rein? Ich krabbel nochmal hoch. Nicht, dass ich da rein muss, das wäre natürlich ein ziemlich blöde. Ich dachte, ich muss hier lang. Na doch, ich muss doch hier lang. Also, hier. Eine Notiz zum Lesen. Oh, die ist lang. Ach du Scheiße. Alexi hortet immer noch Nahrung und handelt sie gegen Gefallen von den Frauen. Ach, gucke hier, wir hatten es gerade davon. Wenn sie nichts anderes haben. Wir verhungern in dieser kleinen, und dieser kleine Bastard schließt sich in seinen Tunnel ein und verspottet uns alle. Die anderen Männer und ich planen aber, ihm eine Überraschung zu bereiten. Max hat ein loses Gitter gefunden, das Zugang zu den Dampftunneln bietet. Wir werden sehen, wer heute Abend lacht. Tag 84. Ach, das geht doch noch nach einem Haufen Tagen. Ach, du großes Loch, alle. Tag 84. Wir haben uns um Alex, diesen Verräter, gekümmert. Wir haben ihn am Leben gelassen, aber so, wie Isaac ihn zusammengeschlagen hat, bezweifeln wir, dass er noch lange macht. Die Vorräte haben wir jetzt. Ja, ich bin kein guter Vorleser. Alexis Schreier haben aufgehört. Wenn er tot ist, bringen wir seine Leiche weg und übernehmen seinen Unterschlupf. Regen hat eingesetzt. Die Nahrung ist fast aufgebraucht. Oleg und die Isaac sind tot. Oder Isaac, je nachdem. Okay, Isaac, Isaac. Sie wollen was mit mehr als ihrem Anteil verschwinden und wir mussten uns um sie kümmern. Also, niemand kann in Alexis Unterschlupf schlafen. Sie sagen, sie hören seine Schreie und sehen Echos davon, was wir mit ihm gemacht haben. Also das hört sich an, wie wenn das eine Notiz ist, die geschrieben wurde nachdem. Oh, hier liegt. Ach, nachdem diese Katastrophe passiert ist, ich vermute, das ist der Tunnel hier, den die gemeint haben auch. Ja, also das scheint, wie gesagt, eine Notiz zu sein, nachdem das Ganze hier passiert ist. So, Rumsummen raus, gefällt mir irgendwie. Nein, die sollst du nicht Treppen rauslatschen, du Kreml. Wohnt da jemand anders jetzt? Ist jemand umgezogen? Das kann man auf jeden Fall erstmal nehmen. Ah, so. Oh, da hat sich da wohl verwandelt oder was? Oh Gott, der hat ihn weggeschleppt und der liegt jetzt hier. Aha. Na gut. Mal aufstehen hier, ob das noch irgendjemand kommt. Oh, E99. Plündern. Was ist das? Es leuchtet, aber ich kann es nicht anfassen. Ach, das ist bloß eine Flasche. Was haben wir uns das Tonband an, hä? Was? Funkgerät, ja. Funkgerät, gut. Ne, da geht doch nicht. Nur ein bisschen Stoff und Benz. Denke ich auf jeden Fall. Also ich kann natürlich auch wieder sein. Oh, hier geht es auch noch lang. Hören wir uns erstmal an, die Radioaufnahme. Die Leute sagen, dass viele der Patrouillenboote abgelegt haben. Leer! Sie haben uns im Stich gelassen. Katorga 12 ist verloren und sie wollen ihren Fehlschlag wohl begraben. Ach, jetzt kommen wir hier raus. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, da lachen sich jetzt die Programmierer wieder halb tot, wenn sie das Video sehen. Ja, guck hier, der Doofe, der hier rumspringt. An dem Tunneleingang, wo er gar nicht reinkommt.
programmieren. Manchmal hasse ich euch. Wenn sie mich so verarschen. Hier, wie bei Stalker, da haben sie mich ja auch so verkackeiert. Da haben sie drei Steine so ein bisschen so hingestellt. Steine, richtig große Felsen. Und in der Mitte ein Loch gelassen. Und ich stelle mich auf die Felsen und versuche die Lage zu überblicken. Und irgendwann denke ich, okay, machen wir weiter und lauf geradeaus zu und fall dazwischen die drei Steine rein. Ja, glaub nicht, dass es da wieder ein Rauskommen gab, gell? Ich stand da drin wie Karklebs. Das sieht man ringsam. Das war voll. Hier ist wieder ein Tunnel, in dem man da reinschützt. Nee, das ist niedrig. Kann man nicht reinkriechen, sieht auch wieder voller Leichen hier. Na gut, gucken wir mal weiter, was hier noch so ist. Ja, ich will irgendwie auch nichts verpassen. Okay. Ach nee, leck mich doch am Arsch. Kann ich jetzt hier hochhüpfen? Nee, natürlich nicht. Ich muss jetzt hier alles noch rumlatschen. Blödes Ding. So was Dämliches. Tschakka. So. Jetzt nochmal. Und jetzt hier dran springen, schätze ich mal, oder? Hier kommst du nicht rüber. Ja. Da hinten ist was. Was wir gebrauchen können, dieser, wie es aussieht. Dann machen wir mal aus hier. Ja, was haben wir hier? Stimmipack brauchen wir nicht. Valkyrie Muni voll. Ach, apropos, da können wir auch gleich mal... Aha, Moment. Ja, ist geladen. So. Ah, siehst du, war noch nicht voll. Den Schuss hat man verwendet. So. Hier kommt schon was lang, geht's doch gar nicht weiter. Bleiben sie mich wieder gerade oder so, was in der Richtung. Ach, hier geht's lang. Warum leuchtet denn der Karl-Auto so? Komm hier nach. Na. Wir können nur hier lang. Oh, die Zeit ist auch schon wieder nah, merke ich gerade. Sonst meckert er wieder, dass es zu lang ist. Okay, wir sind Oscar und Mike. Zurück zu meiner Position. Da kann ich ja gleich hier runterhüpfen, denn wir sind Oscar Mike. Was auch immer es heißen mag. So Leute, ich hoffe, ihr hattet an dem Part ein bisschen Spaß gehabt. Geballert haben wir, was gefunden haben wir auch. Ich sag an der Stelle dann mal Tschüss und weg, euer Sheradan.